Dann fang doch einfach mal an zu erzählen. Wo, ja, wo hat denn deine Geschichte mit den mysteriösen Erlebnissen angefangen? Meine Mutter hatte immer schon berichtet, dass mal irgendwas irgendwie so aus dem Augenwinkel, immer wie so Schatten, irgendwas wäre gewesen. Aber da gab es mich noch lange nicht. Nachdem meine Oma gestorben ist, die hat gerade noch erfahren, dass meine Mutter schwanger war mit mir. Und die hatte so eine Fischbackform aus Porzellan. Und die hing, naja, seit das Haus da steht, ja, gute 10 Jahre oder ein bisschen mehr, hing die an der Wand und die war auch, ich sag mal, massiv festgeschraubt. Ne? Und dann saßen sie dabei, da haben sie bereit und markiert das Ding vor der Wand. Und die konnten sich bis heute beide nicht erklären, wie das Ding damit mal von der Wand fällt. Ne? So ziemlich das Erste, woran ich mich so willig erinnern kann, ist auch direkt eine von den etwas heftigeren Geschichten. Ich kann mich daran noch ganz gut erinnern, es war die erste Zeit, da haben wir immer ja, zu dritt unten im Keller gepennt, weil wir ein bisschen länger auf waren als meine Eltern. Und mal hören wir so ein Rumsen, auch unten im Keller, als wäre irgendwas Schweres aus dem Regal gefallen oder wie auch immer man das beschreiben soll. Ich und meine beiden Kumpels, da haben wir alle mitbekommen, als wenn da einer mit beiden Händen rums, 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 rums vor die Tür hämmert. Ne? Und da kamen morgens beim Frühstück manchmal Kumpels hoch, die haben dann wirklich allein im Keller gepennt, ich habe oben gepennt. Hier stimmt irgendwas nicht, ne? Die hören irgendwie Geräusche, irgendwas, als wenn da so ein Klopfen in der Wand wäre, aber immer nur in einer, war immer nur in einer Wand, ne? Oder das haben wir so, wenn wir saßen im Keller, wir haben Musik gehört, dann hast du manchmal wie so ein Tok-Tok, wie so ein Rums-Rums gehört, ne? Mhm. Ja, was ist das, ne? Als wenn da einer anklopft, so am Putz, so richtig so hohl, so. Da habe ich auch im Foren gelesen, das könnte ja auch Auslöser für irgendwas sein, wenn da so eine negative Schwankung da im Raum oder im Haus ist oder was auch immer. Krankheit zieht auch irgendwas an oder was auch immer, ne? Also bestätigen, genau, jetzt kann ich das nicht, weil, also ich habe so einen Fall noch nicht erlebt mit Krankheit und Spuk, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wenn es einem nicht so gut geht, man sehr angreifbar ist, ne? Denn im Endeffekt, wenn man in Trauer ist oder negativ drauf ist oder wo viel Streit ist in den Familien, da nährt sich ja die Energie von. Also man ist angreifbar, wie Julia auch schon sagte, eher angreifbar. Du sagst, es war immer Klopfen? Klopfen oder Kratzen oder so ein Schleifen? War denn auch mal was Intensiveres? Hast du mal irgendwie eine Stimme gehört oder hast du Schritte gehört? Ist auch mal einer irgendwie körperlich angepackt worden oder angegriffen worden irgendwie? Kannst du da irgendwas erzählen? Oder? Es gab mal eine einzige Situation, die ist aber auch schon 10 Jahre her oder länger. Also dieses Möbelrücken und diese Stimmen, das hört alles ein bisschen, hört sich alles ein bisschen an wie Poltergeist, sag ich mal. Ach, wenn man den Film glauben darf, ja. Ich kenne es ja von mir zu Hause auch. Hatte ich ja auch schon mal erzählt gehabt, dass wir das ja auch hier unten im Haus hatten. Ganz enorm. Das ist immer die Frage, sind es Poltergeister oder nicht? Meine Nachbarin hat einen Außenschlüssel gekriegt, die sollte hier. Und die ist dann hier auch rumgelaufen. Und die war so nervös, die hat so eine Kunstblume so gegossen. Ey, da war nach dem Urlaub war da immer noch eine Wasserlache. Weißt du, die hat einfach, die Gießkanne stand noch im Flur, die hat das fluchtartig das Haus verlassen, ne? Hast du versucht, schon mal selber so eine Kamera aufzustellen oder einen Voice-Recorder hinzulegen, einfach um mal der Sache auf den Grund zu gehen? Hast du das schon mal so aus Neugier probiert oder im Keller mal so eine Nachtsichtkamera oder so? Weil du jetzt die Nachbarin angesprochen hattest, du hattest mir so im Vorgespräch schon ein bisschen zu erzählt, bei euch geht's ganz schön rund, was die Nachbarn angeht. Du hattest einen Nachbar, der hat... Ach, das ist ja, lass das 2 Monate her sein, da haben sie ja 2 Häuser weiter, haben sie ja irgendwie kalt gemacht und... Ja, das war immer mal. Wir hatten da ein paar Häuser weiter, gab es mal den sogenannten Bratpfannenmörder, haben sie einen mit der Bratpfanne erschlagen. Irgendwann des Nachts. Wusste gar nicht aus welchem Grund. Ich habe mal einmal ausnahmsweise falsch im Bett geschlafen. Im Kopf am Fußende. Das war Vollmond, war hell. Weiß nicht, ich konnte besser aus dem Fenster gucken, weiß nicht, keine Ahnung. Immer so ein Auge so halb auf und ich konnte es nur so verschwommen, durch ein halb offenes Auge erkennen. Dass da was stand, wo ich nur so eine Silhouette vom Mondlicht aus erkennen konnte. Das ist schon echt abgefahren. Also das ist schon wirklich abgefahren. Also wenn du da nicht an irgendeinen Spuk glaubst oder so, dann weiß ich auch nicht. Und du weißt ganz genau jede Holzstufe, wie die sich anhört, ne? Und dann liegst du im Bett, mal hörst du, als wenn einer die Treppen hochgeht, ne? Aber nur die Treppen. Danach ist wieder Totenstille. 2-3 Stunden später hörst du, als wenn einer die Treppenstufen runtergeht und wieder Totenstille. Das war's. Ja, das sind also, ich sag mal so, im Grunde die Sachen, die sich hier so abspielen, ne? Mhm. Wir sind jetzt auch schon am Ende von der Zeit, würde ich sagen. War auf jeden Fall mega cool. Du bleibst bitte noch kurz dran, wir unterhalten uns noch ein bisschen weiter. Hi. Für die Zuhörer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.